Verehrte Exzellenzen der Botschafter des Vatikan, verehrte Eminenzen, liebe Geistliche und Würdenträger, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Brich Ram Shop. Während aller Reden, leider auch bei meiner eigenen, hatte ich immer das Gefühl, es fehlt was. Da fehlt eine Begrüßung. Wie schön wäre es, wenn wir heute Abend auch hätte sagen können, willkommen Botschafter der Republik Türkei. Wie schön wäre es, wenn wir hätte sagen können, willkommen Mufti, Imam aus der muslimischen Gemeinde und Brüder und Schwestern, die Muslime sind. Es mag sich jetzt so anhören, wie wenn ich irgendwas von einer ganz fernen Welt erzähle, aber vor einiger Zeit hätten viele wahrscheinlich auch gesagt, dass der Bundestag mal eine Resolution praktisch einstimmig fasst, die allen Fraktionen den Völkermord anerkennt, den östlichen Christen. Hätte wahrscheinlich kaum jemand möglich gemacht. Wenn das gelungen ist, dann wird es uns auch gelingen, eines Tages Gedenkfeier zu machen, in der ein türkischer Botschafter teilnimmt, an der Vertreterinnen und Vertreter der Muslime in Deutschland teilnimmt. Ich bin ganz sicher, dass wir diesen Tag zusammen erleben werden. Wir gedenken heute der Opfer des Saifo. Sie wissen, was dieses Wort auf Aramäisch bedeutet. Es ist der Begriff für Schwert. Damit das Synonym für den Völkermord stattgefunden hat. In den Jahren 1915 bis 1923 sind im Osmanischen Reich nicht nur ungezählte Armenier, sondern auch Hunderttausende griechisch-orthodoxe und syrische Christen, Aramäer, Assyrer und Chaldäer Opfer von Massakern, von Massenmord und von Deportation geworden. Dies entspricht etwa zwei Dritteln der damals auf dem Gebiet der heutigen Türkei lebenden Aramäerinnen und Aramäer. Hunderttausende wurden außerdem aus ihrem angestammten Heimatland vertrieben oder als Kinder verschleppt oder zwangsinternisiert. Uralte Siedlungen wurden für immer aufgegeben. Wir haben in den Reaktionen auf die Verabschiedung der Resolution im Bundestag gesehen, wie wenig Wissen es über die Verbrechen an den Armeniern und anderen Christen im Osmanischen Reich gab. Aber dennoch wissen doch viele, vielleicht entschuldigen Sie die etwas lapidare Formulierung, dass es die Armenier überhaupt gibt. Das hat, ich schaue den Botschafter der Republik Armenien an, natürlich auch damit zu tun, dass es mittlerweile das Land Armenien gibt. Aramäer, Chaldäer und Assyrer hingegen haben kein Land. Und damit keine Regierung, die die Pflege ihrer Kultur, ihrer Sprache und ihrer Religion fördern kann. Viele in Deutschland haben noch nie von den syrischen Christen gehört. Letztes Jahr hatte ich die Ehre, bei einem Besuch in Armenien gemeinsam mit meiner Fraktionskollegin Nikin Deligöz einen Kranz in der Gedenkstätte Sizanakabert in Yerevan niederzulegen. Die Gedenkstätte, Sie wissen das, dient als symbolischer Ort für die Armenierinnen und Armenier weltweit, um ihre ermordeten Vorfahren zu gedenken. Sie bietet die Möglichkeit, erlittenes Leid zu verarbeiten. Die syrischen Christen und Christinnen, die Nachfahren der aramäischen, der syrischen und der chaldäischen Opfer des Völkermords vor 100 Jahren, sie haben diese Möglichkeit nicht. Sie haben kein Land, in das sie endlich Zuflucht finden können. Sie haben kein Israel und sie haben kein Armenien. Umso wichtiger ist es, dass sie in unser Land, dass sie in Deutschland eine Heimat bietet. Ein Zuhause für ihre Familie, aber auch die Möglichkeit, ihre Religion frei auszuüben. Da begrüße ich es sehr, dass mit der Schaffung eines zentralen Gedenktages mehr Öffentlichkeit für das Schicksal der syrischen Christen geschaffen wird. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Amil Golgis für sein Engagement danken, für die Schaffung einer ökumenischen Gedenkstätte für armenische, aramäische und griechisch-orthodoxe Christen in Berlin-Charlottenburg.
wir haben uns heute auch hier zusammengefunden, weil die Geschichte ihrer Vorfahren auch unser aller Geschichte, also auch ein Stück deutscher Geschichte ist. Deutsche Diplomaten, deutsche Regierungsbeamte, deutsche Militärs, deutsche Missionare, sie wussten genau, was damals geschah, aber die Regierungsverantwortlichen in Berlin sahen im Osmanischen Reich nicht nur weg, als Armenier und Armenier zu Hunderttausenden ermordet wurden, sondern auch als das gleiche furchtbare Schicksal die anderen christlichen Gruppen im Land ereilte. Ich möchte es an dieser Stelle mit aller Klarheit nochmal sagen, diese deutsche Mitschuld am Völkermord ist der wichtigste Grund, warum wir die Debatte am 2. Juli im Bundestag geführt haben und warum wir diese Resolution verabschiedet haben. Über 100 Jahre nach dem Völkermord und ein halbes Jahrhundert, nachdem wir in Deutschland begonnen haben, die Shoah endlich aufzuarbeiten, war es allerhöchste Zeit, sich diesem dunklen Kapitel unserer eigenen deutschen Geschichte endlich zu widmen. Wenn wir im Antrag von Versöhnung zwischen Armeniern und Türken sprechen, dann meinen wir damit natürlich auch die Menschen mit armenischer oder mit türkischen oder mit assyrischen Wurzeln, die fester Bestandteil unserer deutschen Gesellschaft geworden sind. Die Aufarbeitung beginnt vor unserer eigenen Tür. Das heißt, wir wollen die Hand ausstrecken zu den Nachfahren der Opfer, die heute unter uns leben. Wir müssen die Mittäterschaft des Deutschen Reiches am Völkermord umfassend aufarbeiten. Ich sprach gerade schon von den heftigen Reaktionen auf die Resolution und die Bundestagsdebatte. Sie alle wissen aus der Presse, dass dies zu, ich will es mal vorsichtig sagen, auch sehr unfreundlichen Reaktionen geführt hat, insbesondere für die Abgeordneten türkischer Herkunft im Deutschen Bundestag. Aber eins muss auch klar sein. Mordaufrufe oder gar die Forderung nach Bluttests. Übrigens, ich habe mich einem solchen Bluttest unterzogen, aber nicht, weil es der Staatspräsident eines anderen Landes gewünscht hat, sondern weil ich zufälligerweise beim Arzt war und mich untersuchen lassen musste. Es wird Sie vielleicht nicht wundern, aber auch nach mehreren Nachfragen gegenüber meinem Arzt konnte er nicht bestätigen, dass das Blut, das durch meine Adern fließt, einer bestimmten Nation gehört. Diskussionskultur in der Bundesrepublik Deutschland durch Morddrohungen beispielsweise zu führen.